Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. War es jetzt 3 Wochen, wo das Spiel in Pause war wegen Pokémon? Holy shit, endlich spielen wir ein gutes Spiel. Ja, und wir wollen in nach Gerudo Stadt, ne? Ich weiß schon auch nochmal. Ich will jetzt nicht runterspringen, wenn ich dann. Ne, das war falsch. Ah, okay, gut. Ich dachte, aufs Maul fliege, das wäre nämlich sehr blöd. Müssen wir hier noch irgendwo hin? Ich überlege gerade mal. Wir könnten noch ein paar Schreine machen, aber ich glaube, wir gehen erstmal in die Stadt oder Richtung Stadt. Weil das macht schon Sinn. Ich könnte auch von hier oben aus direkt nach zu Vanaboris fliegen, aber da würden wir durchglitschen, weil wir ihn zwar sehen können, er aber noch nicht wirklich in die Map geladen ist. Ist ein bisschen kompliziert, aber glaubt mir, es ist so. Hui! Uff! Nein! Du sollst fliegen, du Depp! Uff. Ne, halt wo? Da. Ja, gut. Wenn wir ohnehin gerade auf den Schrein zurennen, dann können wir ihn auch mitnehmen, nicht wahr? Genau, in welche Richtung das am besten ist. Ist der unten irgendwo? Ja. Gefunden! Wow! Hui! Ich kann fliegen! Der Kenui-Schrein! Mach mal auf da! Wenn wir schon gerade da sind, oder? Tut ja auch nicht weh. Naja, überspringen, da war ja was, ne? So, zack und runter da. Oh, wie habe ich Zelda vermisst. Aber ich musste erst ein Pokémon durchziehen, damit das endlich verschwindet vom Kanal. Das ging mir so auf den Sack zum Schluss. Das kann ich euch nicht vorstellen. Es ist echt... Oh, freut euch aufs Fazit-Video. Ich hatte es eigentlich schon fertig, dann trotzdem... Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kenui. Ja, und ich erinnere mich gerade daran, was für ein Schrein das war. Der war kacke. Oh, der war scheiße. Der war richtig scheiße. Der war ultra scheiße. Ja, geh da mal. Hallo. Wir werden hier mit Eisblöcken und unserer Stahlwaffensammlung arbeiten müssen, um die Elektrizität immer in den richtigen Punkt zu leiten. Oder gab es davon nicht sogar 2 Schreine? Überlegen. Hau ab! So. Wie hast du das einfach so machst? Was auch immer ich hier gerade mache. Bams. Falscher Knopf. Richtiger Knopf. Danke. So. Ich komm her. Ich muss echt mal ein paar Pfeile farmen gehen, glaube ich. Ich habe nämlich kaum noch welche. Oder welche kaufen? Wir haben ja nicht so wenig Geld. Es geht ja tatsächlich. So. Demnächst wird uns eine Umfrage auf meinem Twitter-Account geben. Oder ich mache es hier in einem Info-Ding. Also, I oben in der Ecke, irgendwie ging das doch, dass man hier auch Umfragen machen kann. Weil ich schon drüber nachdenke, eventuell Lego Harry Potter zu spielen auf dem Kanal. Aber das möchte ich gerne mit euch absprechen, ob ihr Lust drauf hättet oder nicht, weil wenn nämlich nicht, dann kann ich es auch privat spielen. Sag ich mir, ist nämlich im Februarfest Sale gegönnt. Kleiner Schlüssel. Da war hier eine Schlüsseltür. Habe ich irgendwas übersehen? Ach, da vorne, ja. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Hepsa, so. Ich meine, 3 Wochen sind 3 Wochen, ne? Das ist, war schon jetzt eine Zeit, wo es nicht weiter ging. Die letzte Folge war 25 oder 26. Hi. Na, Freund Nase. Zeremonienlanze zerbricht gleich. Ich habe langsam ein bisschen Angst, dass es doch 2 von diesen Schreien gab. Das wäre jetzt nicht so doll.
Nein. Ja, es gab zwei davon. Der zweite war der Schlimme. Okay. Jetzt bin ich bestätigt. Der zweite war der Schlimme. Das hier ist nur so das... Ja, wir zeigen dir mal, was wir noch so an Schreindesign haben können. Und der zweite ist dann der richtig beschissene. Das wird www.nichtlustig.de. Du hast deine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der ausgewählte Held. Lass dich immer sicher sein, dass ich der ausgewählte Held bin. Leist dich einfach nur so aus. Hier messbar Dienst erfüllt. Mündig euch in Heilheit dabei stehen. Ja, ja, wird es schon irgendwie. Wir haben jetzt 13 Zeichen der Bewährung. Ja, brauchen wir noch drei, dann kann man sogar noch ein viertes Upgrade uns holen. Aber ob wir das noch schön hinkriegen, bevor wir dann in, ich wollte schön hinkriegen sagen, hab ich schön hinkriegen gesagt. Auch gut, ne? Sieht so ein bisschen, so leicht das Wort Schee eingeschlichen. Bayerischen Dialekt. Ich wollte jetzt nicht nass werden. Weil es gibt ja noch genügend Schreine, ja? Aber ich glaube, mindestens zwei davon sind mit Sidequests verbunden. Was ja jetzt nicht so optimal ist für uns. So. Hui, Babs. Der Zugang zur Wüste. Let's go. Hier ist unendlich heiß und hier verweist du deine Hitze, die Hitze deiner Herzen aufzehren. Ich weiß, wir müssen sonst irgendwie hier rein. Hi. Sabak. Du bist von der zarter Gestalt und wagst es doch, die Wüste zu durchqueren. Das gefällt mir, drum werfe ich die Prinzipien meines Berufsstandes über Bord und teile ein Geheimnis mit dir. In dieser Wüste sollen Schatztruhen im Sand vergraben sein. Das ist cool. Ich muss aber erstmal was finden, was mich abkühlt. Habe ich eigentlich, ja, ich weiß, Link, dir geht's nicht so gut. Wir könnten, um den mal entgegenzurücken, falscher Knopf, Mann. Um dem entgegenzurücken, könnten wir unsere Klamotten ablegen. Das sollte schon einiges bewirken, hoffe ich. Ansonsten brauchen wir natürlich irgendwas, das uns kühlt. Was haben wir dabei, was einen kühlenden Effekt hat? Füllt mehr Herzen auf, das ist schön. Lautlos schleichen. Hitzeschutzeffekt. Das ist nicht schlecht, das müssen wir mal machen. Wir brauchen eine Kochstelle irgendwo. Aber Frostkraut ist schon mal ganz gut. Weil es ist ja auch Hitze. Ausdauer. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Kochstelle. Wir haben schon ein bisschen was erträglicher gemacht für uns. Da müsste auch eine Oase zwischendrin sein. Da müssten wir uns eh ausruhen können. Wir müssen da nur hinkommen. Das. Und dann können wir da, glaube ich, auch kochen. Dann können wir uns das Frostkraut da mal schnell zusammen mixen mit was anderem. Ja, halt durchlegen. Wir sind ja gleich da. Gleich geht's wieder besser. Wir haben dich schon gesehen, Kollege, keine Sorge. Wir wissen, du bist da. Das mächtige Robokamel. Ah, Naboris. Müsste benannt sein nach Naboru, der Gerudo aus Ocarina of Time. Die er dann von Kuume und Kotake entführt wird. Geistertempel. Der Boss, den uns da auf Donners wartet, Ganons Donnerfluch müsste das sein, ist der zweitschwerste Boss im ganzen Spiel. Mal sehen, wie es gegen ihn schlagen werden. Sabak! Das hier ist der Wüstenbazar, so etwas wie ein Rastplatz auf dem Weg nach Gerudo-Stadt. Als Reisender solltest du dich hier erst einmal gut ausruhen.
Da du ein Voi bist, wirst du die Stadt aber sowieso nicht betreten dürfen. Dazu kommt, dass im Moment dieser Titan dort wütet. Ich würde dir davon abraten, die Stadt zu nähern. Gerudo-Stadt? Gerudo-Stadt im Südwesten von hier ist die größte Stadt in dieser Gegend. Es ist ein bedeutender Umschlagplatz für Waren aller Art. Auch das Vergnügungsviertel ist berüchtigt. Die Gesetze der Gerudo verbieten es jedoch, dass Voi, also Männer, die Stadt betreten. Titan? Hast du noch nicht vom Titan Vanaboris gehört? Anscheinend wurde er früher als Schutzgottheit der Gerudo verehrt. Vor einer Weile ist er plötzlich wieder aufgetaucht und wütet seitdem herum. Was man auch versucht, der Titan ist von einem Sandsturm und Blitzen umgeben, sodass niemand ihn erreichen kann. Wir müssen nur hoffen, dass der Gerudo-Stadt und diesem Gebiet hier nicht zu nahe kommt. Deshalb behalte ich ihn von den Posten hier im Blick. Danke. Du brauchst nur nicht zu danken, immerhin ist es meine Arbeit. Denk jedenfalls daran, dass die Wüste tagsüber heiß und nachts eiskalt ist. Das geht einem sehr schnell an die Substanz. Wenn du raus in die Wüste willst, dann bereite ich auf jeden Fall gut vor. Ja, das habe ich auch vor. Die wahnsinnige Hitze. Oh, hey. Ja, sie sind wirklich ein toller Kunde. Hier, ein Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Antiker Pfeil. Die müssen auch unbedingt noch machen. Die müssen unbedingt, wenn wir dann hier den Titan haben, mal nach Harteno und in das andere Labor, da in Akala, um die ganzen antiken Sachen mal anzugehen, so langsam. Damit können sie sogar Wächter bekämpfen. Fantastisch, oder? Am besten wirkt er, wenn man das Auge eines Wächters damit trifft. Ich habe ihn von einem älteren Herrn namens Robelo. Sie finden ihn im Norden, weit im Norden vom Dorf der Soras, im Akala-Institut. Er stellt dort seltsame Waffen, Kleidung und solche Sachen her. Meiner Meinung nach ist er etwas verrückt, unheimlich, oder? Um nicht zu sagen, furchteinflößend. Aber wenn sie stärkere Waffen haben möchten, werden sie wohl mit ihm reden müssen. Genau deshalb. Und die beste Rüstung im ganzen Spiel. Was hätten sie denn gern oder möchten sie etwas verkaufen? Ich brauche Pfeile. Hast du Pfeile? Ja, du hast Pfeile. Danke. Nimm mal hier mal 10. Jawohl. Und dann gib mir noch alle 20 Solo-Pfeile, die du hast. Danke. Ja. Ich muss. Ich hab sonst nichts mehr. Ah, warte. Hast du noch, wegen Hitzeschutz, hast du da noch einen Käfer? Der in Warngebieten wärmt es mit Nein. Eine Frostlibelle. Können wir auch noch verkaufen. Verkochen. Nehmen die mal mit. Ja. Die reicht für hier. Dankeschön. So, dann hätte ich. Danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch so irgendwie... Nein, im Moment nicht. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Das hoffe ich auch. Ich brauche erst eine Kochschale. Ich würde gerne was kochen. Hey. Hä? Frisch gejagt. Grillwild. Schön. Ein Röstbarsch. Auch schön. Ja, ein bisschen teuer. Ich komme später wieder da, aber okay? Keine Sorge. Hier ist kein Kochtopf drauf. Kann ich hier trotzdem kochen, auch ohne Kochtopf? Ich weiß es nicht mehr. Ich probiere es einfach mal, okay? Ich nehme das mal in die Hand. Dazu noch, keine Ahnung. Ein Edelwild. Und wo ist die andere Pflanze hin? Das ist Frostding da. Und noch ein Frostkraut. Ne, geht nicht. Okay. Scheiße, ich muss einen Kochtopf finden. Ich brauche einen Kochtopf. Und eine Axt. Na, wir brauchen das Zeug, sonst kommen wir nicht nach Gerudo-Stadt. Das ist euch klar. Ah, da. Sehr gut. Holzkelle. Braucht kein Mensch. So, nimm das mal in die Hand. Ein Frostkraut, ein Edelwild und die Frostlibelle. So. Und dann koch mal was draus. Klingt doch nach einem leckeren Gericht, oder? Dubiose Matsche. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für Zartbeseitete. Okay, dann vielleicht ohne. Dann machen wir halt Kraut und Apfel, oder? Wenn schon nicht Kraut und Fleisch, dann gibt es halt einen Apfel dazu oder zwei. Ja, also,
6 Minuten lang Schutz vor der Hitze. Dampfobst, Kühlungsdampfobst, lässt dich Wüstenhitze aushalten. Dampf 1, eine regionale Spezialität, für die Obst vor der vollständigen Reifung im Blatt eines Wildkrauts gedämpft wird. Das haben wir gebraucht. So, gut. Oh, hallo. Hallo. Kann ich nicht streicheln, das nervt. Und nein, ich versuche den mit meinem Dreizack jetzt anzugreifen. Das wäre gemein. Oh, kann man Pfeile kaufen. Eispfeil, Feuerpfeil. Bist du hier günstiger als Terry eigentlich? 5 Rubine, die hat 30. Wie lange haben wir bei Terry bezahlt für normale Pfeile? Auch 5, ne? Ich glaube ja. Aber ich bräuchte Kleidung. Das wäre nicht verkehrt. Sowas verkaufst du mir aber nicht, leider. Es gibt nämlich auch wüstentaugliche Kleidung. Und wir werden ohnehin noch Kleidung brauchen, um hier überhaupt weiterkommen zu können. Weil ihr habt ja schon gehört, als Voi kommen wir nicht nach Gerudo-Stadt rein. Das müssen wir aber. Wenn wir uns den zweiten Titan jemals stellen wollen. Den zweiten von 4, da ist ein Schrein da hinten. Müssen wir unbedingt machen. Und da ist irgendwo auch noch ein Schrein. Ich glaube, da geht aber erst, wenn man den Titan beruhigt hat. Weil, oder? War das da bei diesem Felsen zwischen den Knochen? Da musste man was zu trinken hinbringen für eine Gerudo. Das weiß ich noch. Und es gibt noch einen versteckten Schrein da hinten irgendwo. Da muss man irgendwas hintragen dafür. Ein Fass oder so. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. So. Linky Boy, dann friss doch mal eben das Zeug hier. So. Und dann let's go Richtung Gerudo-Stadt. Ist schon riesig, das Viech, ne? Ist schon riesig. Ich finde wirklich, sie sollten in Breath of the Wild 2 eine Art Megazord aus den Dingern bauen. Was ganz Beklopptes, was sich kombiniert mit dem 5. von Link. Im Gebiet zwischen Gerudo-Stadt und dem Wüstenbasar treibt ein Titan sein Unwesen. Aber wenn ich eine Gerudo kennenlernen will, muss ich wohl mit Anlauf durch die Gefahrenzone preschen. Na, dann wollen wir mal Handel treiben. Damit ist das aber klar. Bei mir gibt es nur Zutaten, keine Fertiggerichte. Ja, gut, ciao. Ach, gute Reise. Werde ich haben, danke. In der Stadt selbst sind wir auch wieder geschützt vor der Hitze und die Dinger hier müssen uns auch schützen eigentlich. Eine Zitterfrucht. Nee. Ah, das ist du. Ach, so einer ist das. Nee, das ist mir zu blöd. Die mag ich nicht. Die sind mir zu doof. Bin ich ehrlich. Schreien in der Nähe, ja, ich weiß, noch von meiner Nase. Wir müssen nur die Stadt erreichen und den Schrein machen. Dann können wir uns immer dahin biegen und brauchen nicht durch die Wüste zu rennen. Das ist schon mal sehr viel wert. Dann haben wir unser Ziel für die Folge ja erreicht, Gerudo-Stadt zu erreichen, nicht wahr? Wieder dieser Adler. Ich wünsche, es wäre Cassandras Adler! Oh Gott! Dann könnten wir schon mal alles ausforschen aus der Luft. Ja, wird Assassin's Creed Odyssey jemals weitergehen? Ich weiß es nicht. Aktuell habe ich den Gedanken oder den festen Plan, Torn of the Golden Country mal zu Ende zu bringen, da mal die letzte Folge zu machen, endlich. Weil das stört mich so ein bisschen, dass das unvollständig ist bislang. Und dann, wie gesagt, die Umfrage. Und dann steht ja auch schon demnächst Kabi an. Das war jetzt bewusst so ausgesprochen. Ach ja. Der Goku Shizi Schrein. Gerudo-Stadt. Was ist los? Oh, jemand Neues. Kann ich was für dich tun? Bist du am Klotzen? Was? Niemals. Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen bist du am Klotzen. Ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen!
Ach, ist mir egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man nach Kirulo-Stadt kommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... dann lass mich dir meine Heldenabschichte erzählen. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann... Dann habe ich einen Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbazar und Kirulo-Stadt hin und her reisen. Auf den warte ich hier. Habe ich schon gesehen. Männer verboten. Die Quest brauchen wir auch, um da reinzukommen, weil der einen Klamotten verkauft. Und hier einen anders aussehen lassen. So, Teleportpunkt gesichert. Den Schrein haben wir jetzt noch. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir die Quest noch schnell fertig. Diese fixen Schreine, die als Teleportpunkt dienen sollen, die sind ja eher einfach gehalten. Dürfte uns jetzt nichts Kompliziertes erwarten. Und in Gerudo-Stadt müsste eine Statue der Göttin sein. Sind wir so nah an den 16 dran, habe ich doch fast schon Bock, noch zwei Schreine zu machen. Verdammte Axt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Gukushise. Ja, Gesundheit. 5-mal Eisen. Das ist immer noch nicht der Schrein, den ich meinte, aber der ist mindestens genauso beschissen. Wir müssen jetzt hier überall Strom hinbasteln. Wisst ihr, wie wir das machen? Richtig, mit unseren Waffen. Toll, ne? Wir haben ja auch so viele davon. Oh Gott. Wir dürfen nicht vergessen, die hinterher alle wieder einzusammeln, ne? Dann leg das mal ab. Nein, schmeiß es weg. Gut. Dann lass uns mal Strom holen. Strom. So. Dann brauchen wir die nächste Waffe mit Strom. Wie gesagt, wir werden die alle wieder einsammeln. Nur jetzt im Moment brauchen wir halt gerade mal ein bisschen. Ja. Und dann hier noch eine. Und da drüben brauchen wir einen Block. Lass uns erstmal so einen Block irgendwo her besorgen. Ja, dann brauchen wir da einen Block, weil das zu hoch ist. Ich glaube, das Fass reicht nicht aus. Oder würde das Fass ausreichen? Ja, ist ja auch egal. So. So, dann noch das Fass von drüben holen. So. Then we have the next block. Oh, Strom. Hier müssen wir... Ich glaube, wir haben genau falsch rumgearbeitet. Kann das sein? Es wirkt zumindest gerade so. Ja, gut. Es ist irgendwie suboptimal. Kann ich dich optimaler hinstellen? Dass du irgendwie keine Ahnung. Warum machst du dann... Schon, ey. Ja! Das sieht doch gut aus. So, jetzt brauchen wir unbedingt noch eine Waffe. Nicht die Lichtschuppenlanze. Die wollen wir behalten. Nimm das Ding hier, komm. Elektrostab. Ja, nicht metallisch genug ist, um dass man ihn bewegen kann. Das finde ich gut. Dann nehmen wir halt das hier. Suboptimal. Was haben wir noch fertig gekocht, was uns mal eben heilt? Na, du bist gut. Du bist auch gut. Du bist gut. Essen.
Okay, du bist zu kurz. Du schaffst es nicht, dass du da... Nee. Ich hab... Oh, da muss ich wirklich die Lichtschuppenlanze benutzen. Kacke. So, dann brauchen wir noch das letzte Stück. Muss ich überlegen. Du musst hier hin. Ich mache es wahrscheinlich gerade komplizierter, als es sein müsste, aber... Ihr kennt mich. Kompliziert ist gut. Haben wir die Truhe aufgemacht. So. Ist ja auch metallisch. Ein Elektroschwert. Sehr schön. Und jetzt müssen wir den Strom hier hinbringen, an die Seite. Aha, okay. Dann würde ich sagen, kommst du mal ran, gut auf einen Zentimeter. So. Jetzt haben wir unsere Waffen mal wieder ein hier. Dann rüstest bitte auch mal gleich die fast kaputte Lanze wieder aus. So, dann natürlich unsere wertvollste Waffe holen. Ja. Waffen sind immer gut, wenn man sie hat. Es ist doof, wenn man sie nicht hat. Ja. Oh, dann haben wir wieder alle Waffen, die wir brauchen. Dann brauchen wir noch den anderen fetten Block. Ja. Und Ende im Gelände. Wie gesagt, wahrscheinlich deutlich komplizierter gelöst, als ich hätte tun müssen. Aber... Mei. Ist es nun einmal. Oh, hier haben wir schon die Isolierhose. Wollte ich anziehen für die Wüste, ist sehr wichtig. Und wir haben da noch ein bisschen Zeit. Wir könnten uns noch dem Typen widmen. Du hast deine Prüfung bestanden? Ja, bla 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 bla. Zeichen der Bewährung Nummer 14, das wir aktuell einstecken haben. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, mögen Haie dir beistehen. Ja. Ich hoffe, dass es so ist. Wir haben ja noch Mifas Gebet, also wir können uns ja einmal heilen, bevor wir drauf gehen. Automatisch. Und warum ich diese Reihenfolge hier wähle, liegt auch an den Fähigkeiten. Weil mit der Fähigkeit, die wir hier bekommen, sind die anderen beiden Flüche absolut kein Problem. Die werden der letzte Witz. Da ist Tömsche übrigens. Ja, nur diesen Ruinen hat das irgendwas zu tun mit dem anderen Schrein. Das ist, ja. Gut, er wartet hier auf den Händler. Wir wissen, wo der Händler ist. Der rennt immer zwischen dem Bazar und dem hier hin und her. Das Problem ist nur, ich habe jetzt nichts mehr, mit dem wir uns vor der Hitze schützen können. Das ist ungünstig. Sagen wir es mal so. Kann ich mir hier so eine Robbe ausleihen eigentlich? Madame Je. Saba. Sag nicht, dass du zu Fuß durch die Wüste gekommen bist. Ja, zu Fuß. Durch den Sand zu laufen war sicher sehr anstrengend. Bei uns reist man eigentlich immer per Sandrobbe. Ich bin Freya. Mir gehört der Sandrobbenverleih in der Stadt. Es gibt nicht viele zahme Sandrobben, daher ziehe ich viele Sandrobben auf und trainiere sie. Wenn du was über Sandrobben wissen möchtest, frag mich. Ich sehe vielleicht nicht nach einem Sandrobbentrainer aus, aber meinen Fähigkeiten kannst du vertrauen. Ja, dann, die gerne eine Sandrobbe haben. Mann. Keine Sandrobbe für uns. Ja, Leute. Wir haben die halbe Stunde voll. Ich würde sagen,
Wie es hier weitergeht, sind wir beim nächsten Mal, wenn uns den Händler dann krallen und rausfinden, wie wir nach Gerudo-Stadt hineinkommen. Weil wenn wir so versuchen reinzugehen, dann passiert das hier. Ei. Stehen bleiben! Was glaubst du eigentlich, wo du hingehst? Ein Voi darf Gerudo-Stadt nicht betreten. Fort mit dir! Ja, dann werden wir wieder nach draußen begleitet. Noch bevor wir überhaupt drin waren. Wir müssen also zwangsweise diesem Händler mal ein paar Fragen stellen. Ja, in dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst ja, was ihr tun könnt. Abo, Daumen, bla bla bla. Muss ich ja nicht immer gebetsmühlenartig runterrattern, oder? Geht euch ja auch auf den Zeiger irgendwann. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Schorpsel. Ciao.